Und mein junger, attraktiver Kollege hier zu meiner Linken wird jetzt mit mir zusammen... Ihr seid so dran! Counter-Strike spielen. Ich will nicht sagen, recht erfolgreich, aber... Go, go, go! Okay, wir spielen. Los geht's. Ich gebe das Loskommando. Ich zeige mal gerade die Statistik. Ich spiele heute etwas... Ja... Lassen wir es einfach mal dabei. So, wir versuchen gerade die letzte Runde noch zu bestreiten. 12 Runden insgesamt müssen wir spielen. Dann haben wir wieder Wechsel angesagt. Und jetzt kann ich mich ein bisschen konzentrieren. Und vor allen Dingen auch mal horchen. Ja, gut, so. Das haben wir geschafft. Also ich würde sagen, wir wechseln jetzt erstmal das Team. Ups, falsche Taste. Und ja, wechseln das Team. Counter-Terrorist, wir müssen jetzt die Runde natürlich dann auch wieder neu starten. Wenn jetzt der Herr Gade auch noch rüberkommt in mein Team, hätten wir es quasi... du müsstest dazu eine Taste belegt haben. Hat er nicht. Warten wir noch eine kleine Sekunde. Dann haben wir es jetzt auch und können den Server auch an dieser Stelle nochmal neu starten. Dank VNC ist das auch kein Problem. So, gehen wir mal 10 Sekunden an. So, das Ganze startet neu und wir haben wieder die Möglichkeit, das Beste aus dieser Situation zu machen. Ich habe so ein Gefühl, das war... ich darf schießen. Okay, alles klar. Gar kein Problem. Cool. So, los geht's. Ich habe mich für die... ehemalige Desert Eagle entschieden. Etienne, wo soll es denn lang gehen? Follow me. Ich lasse ihn mal vorgehen. Marc, wir gehen nach rechts. Ah ja. Rechts. Wir sind nach rechts gegangen. Durch das Tor zum Bombenplatz. Ich weiß ganz genau, dass ich vielleicht als erstes draufgehen werde. Schon nicht schlecht, die Jungs. Das war mal schnell. Muss man den Jungs ja mal lassen. Ich wollte schon immer eine zu Null Packung im deutschen Fernsehen bekommen. Endlich wurde mir der Wunsch erfüllt. So, auf geht's. Wir versuchen noch mal das Beste rauszumachen. Ich würde sagen, wir gehen noch mal links. Ja, links durch den Tunnel. Ich hänge auch. Wir haben gerade einen monstermäßigen Leck hier auf unserem Server, woran das auch immer liegt. Ja, die Probleme von Half-Life, wir kennen sie, ist nicht das perfekteste Netzwerksystem. Also ich kann gerade auch nicht mehr spielen. Ich glaube, wir müssen das Spiel an dieser Stelle erstmal abbrechen. Zumindest führen die Jungs, das kann man an dieser Stelle mal sagen, mit 2-0. Da halten wir es jetzt erstmal fest. Wir werden gleich noch ein bisschen weiterspielen. Auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde jetzt erstmal aus dem Spiel rausgehen, denn wir haben... Geht's wieder? Ich glaube, es geht wieder. Versuchen wir es nochmal. Ja, bei mir hängt es immer noch. Wir spielen gleich noch weiter, falls ihr Lust und Laune habt, uns auch mal herauszufordern. Könnt ihr das natürlich machen, überhaupt kein Problem. Etienne, ich, Simon und die anderen sind natürlich auch in der Giga-Liga vertreten. Falls ihr denkt, der Simon kann es besser, fordert ihn heraus, wie es funktioniert, findet ihr alles in der Giga-Liga.